vorne. Beide wollen unbedingt. Zander jetzt gerade wieder übers Kombinationsspiel. Chippt den Klasse rein. Stark gemacht. 0-2. Und jawohl, da freut er sich. Natürlich feiert er sich, denn das ist so ein wichtiges Ding. Da ist die Führung für Pauli. Gibt's ein bisschen Raum. Röger Zolinski, guter Ball und er ist drin. Und der ist drin, stark gemacht. Marco Reus mit dem Übersteiger und dann mit viel Platz. Marco Reus, 3-0. 3-0 und Dominik Schmidt weiß gerade nicht, wie ihm geschieht. Seit dem 1-0 Hakimi wie beflügelt. Immer noch, ist sehr geduldig. Buselab in Rückraum, Kutucu schießt nicht, findet in der Mitte Burgstaller und ist das gut gespielt. Ehre genommen, würde man sagen. Das ist so gut. Stark, Manu. Stark, Kombinationsspiel im Mittelfeld ist da. Schönes Doppelpassspiel hier. Und eröffnet sich die Räume. Kempe, wieder der 360. Nochmal mit der Hacke zu Manu Dursun. Und wieder drin. 5-0. Ein Torabschluss. Das ist der einzige, also es ist ein Treffer, ein Torabschluss. Das war der einzige Torabschluss, den wir gesehen haben. Und der führte zum Treffer und momentan eben für Salzer. Und nochmal Tim Buschelab. Ausgleich. Und so kann es doch starten. Und da verneigt sich Buschelab. Und er weiß natürlich, dass er gleich noch dran ist. Und da freut sich ein Tim Latka. Aber er muss halt aufpassen, dass er seine Angriffe trotzdem sauber und ordentlich nach vorne trägt. Damit er hier auch zu Chancen kommt, so wie hier. Das ist gut gemacht. Der Chip und der kommt richtig gut. Und der kommt richtig gut. Na klar. Reus. Schöner Chip. Schön rein in den 16er. Wow. Und den macht er. Guerrero. Wahnsinn. Was macht er hier für Tore? Sowas sieht man in FIFA nicht allzu häufig. Was ein schöner Chip. Und der Kopfball am Ende. Thorgan Hazard war es, glaube ich. Das ist ja unglaublich. Den köpft er, wenn ich es richtig sehe, Guerrero war es, den köpft er über den Kopf des Keepers. Natürlich ärgert er sich, denn den hätte er gerne besser gehabt. Aber im letzten Moment noch das Ding raus und es gibt viel Raum für lange Bälle. Torhüter weit draußen, vielleicht den Chip versuchen. Er versucht den Chip und den macht er rein. 2-1 für die Bielefelder. Staude in Führung. Ja, das bekommt Gramann auch immer wieder verteidigt. Und dann muss Czapi sowieso über das Kurzpassspiel kommen. Und auch das löst er eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das Ding vorhin, das musst du einfach irgendwie über die... Wow, jetzt wird hier richtig rausgespielt! Alter Vater, der Schick veredelt dann diesen wunderbaren Pass. Also Alex Czapi nicht nur erfolgreich, auch noch wunderschön, Gordon. Was war das denn für eine Bude? Ich bin hin und weg.